Ja, zum Beginn der Vorlesung will ich zunächst mal drei Beispiele einführen, an denen wir so im Laufe der Vorlesung die ganzen numerischen Methoden, die wir kennenlernen werden, aufziehen wollen. Und ja, das erste Beispiel ist ein Beispiel aus dem Buch von Bollhöfer und Mehrmann, Numerische Mathematik, und die entsprechenden Seiten habe ich Ihnen auf den Seiten im LearnWeb zur Verfügung gestellt. Das Beispiel ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wir wollen wissen, wie sich ein Auto verhält, das über eine Holperstrecke fährt. Und wir machen dabei sehr einfache Annahmen, aber zunächst mal möchte ich Ihnen zeigen, ich hoffe, dass Sie das Video halbwegs erkennen können, was eigentlich unser Ziel ist dabei. Und ich habe hier mal so einen Trecker, der über eine Holperstrecke tatsächlich fährt. Und wenn Sie sehen, der Trecker wird hin und her geschaukelt, aber hinten der hintere Teil bleibt konstant. Da bewegt sich überhaupt nicht. Und das ist irgendwie so das Ziel. Ja? Das ist das, was man möchte. Man möchte, dass sich ein Teil des Autos überhaupt nicht mehr bewegt, dass möglichst der Fahrer, in dem Fall war es jetzt nicht gerade der Fahrer, aber dass möglichst der Fahrer überhaupt nicht bewegt wird von Unebenheiten auf der Straße. Und das einfachste Modell, das wir dafür haben, ist so ein Drei-Feder-Modell. Und ja, im Buch von Bollhöfer und Mehrmann wird das eingeführt als eine Fahrerkabine. Wir haben hier unten ein Rad, das über eine Holperstrecke geführt wird. Diese Holperstrecke ist, oder dieses, erstmal ist das Rad verbunden mit der Holperstrecke, natürlich über die Luftreifen. Dann haben wir die Fahrerkabine, die ist verbunden mit dem Rad hier unten, wieder über die Wagenfederung. Und dann haben wir hier vorne den Stuhl, und auch der ist wieder über eine Federung mit der Wagenkabine verbunden. Und da drauf sitzt natürlich irgendwo der Fahrer. Jetzt bin ich nicht so autoaffin, aber Sie können sehen, naja, im Grunde ist das genau das, was wir zum Beispiel auch bei einem Fahrrad haben. Und ich mache Ihnen das hier mal ein bisschen größer. Zunächst mal haben wir hier unten das Rad, das mit der Straße verbunden ist über die Reifen, über die Luftreifen, die sich im Wesentlichen so wie Federn tatsächlich verhalten und dass die einen wesentlichen Einfluss haben. Das kann mit Sicherheit jeder nachvollziehen, der schon mal mit einem Plattenreifen gefahren ist. Dann sind die Reifen oder die Räder verbunden mit dem Rahmen, zumindest vorne erstmal, über eine Federung, dass sich hinten keine Federung befindet. Das lassen wir mal für einen Augenblick außer Betracht. Und am Schluss, naja, jetzt kann man es hier nicht sehen, aber unterhalb meiner Hose befindet sich halt noch der Sattel, der wieder mit einer Feder mit dem Rahmen verbunden ist. Das heißt, auch hier haben wir also sowas wie ein Drei-Federsystem. Einmal die Luftreifen, die hier unten, mal gucken, einmal die Luftreifen hier vorne. Dann haben wir also hier sind die Luftreifen, hier vorne haben wir die Federung und hier unten am Sattel haben wir noch eine dritte Federung. Das heißt, so ein Drei-Federsystem ist eigentlich relativ normal und man möchte gerne wissen, wie sich so ein Drei-Federsystem verhält. Das machen wir schematisch hier nochmal so ein bisschen klar. Und zwar, ja, das gilt jetzt im Grunde für beide Beispiele. Wir haben oben eine Masse M1. Und diese Masse M1, das ist eben die Person oder im ersten Fall die Person plus der Stuhl, im zweiten Fall die Person plus der Sattel. Dann haben wir die Federung des Sattels. Wir haben den Rahmen bzw. vorne die Fahrerkabine selbst. Wir haben die Federung des Wagens oder vorne die Federung des Rahmens. Wir haben hier vorne ein Rad, auch wieder eine Masse. Und wir haben hier unten noch diese Luftreifen, die dann tatsächlich das Rad mit dem Untergrund verbinden. Okay, und das sind die wesentlichen Teile.
Und wir wollen das jetzt dadurch mathematisch modellieren, dass wir sagen, naja, also wir nehmen mal an, am Anfang, also erstmal das Rad bzw. das Auto fährt absolut mit konstanter Geschwindigkeit, das heißt, das ist für uns uninteressant. Dann das nächste ist, wir nehmen an, am Anfang fährt das Ganze mal über eine gerade Strecke und dann wird sich überhaupt nichts tun. Ja, da wird also einfach alles nur gerade, ganz normal, geradeaus fahren. Es wird sich nichts bewegen, es wird sich nichts nach oben und unten bewegen. Diese Ruhelage, in der halten wir das ganze System praktisch fest. Und wir wollen die Auslenkung x1, das ist also die hier ganz oben, diese Auslenkung der Person, die wollen wir gegen diese Ruhelage beschreiben. Ja, das heißt also, jetzt kommt von unten ein Stoß und dann geht die Person vielleicht hoch und runter. Und dann wird entsprechend diese Auslenkung positiv und negativ. X2 ist die Auslenkung des Wagens. Ja, vielleicht sollte ich das hier mal professionell mit einer anderen Farbe machen. Ja, also das hier, X1 ist die Auslenkung der Person. Positiv, wenn es nach oben geht, negativ, wenn es nach unten geht. X2 ist die Auslenkung des Wagens und X3 ist die Auslenkung des Rades. Alle drei und ganz unten ist natürlich das S von T und also die Höhenänderung zum Zeitpunkt T. Und von der nehmen wir natürlich auch an, dass sie am Anfang 0 ist und dann eben ungleich 0 und damit den Boden beschreibt. Diese vier Teile sind alle mit Federn miteinander verbunden. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie versuchen zu beschreiben, was passiert, wenn wir unten einen bestimmten Untergrund anlegen. Dazu müssen wir offensichtlich erstmal die Federn beschreiben und deshalb werden wir uns als nächstes anschauen, wie man eigentlich eine Feder vernünftig modelliert.